Soll ich euch das erzählen? Erzähle ich euch das? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play vom Hexus-Projekt und wir joinen rauf. Anscheinend hat die Ansprache letzte Woche Dienstag echt viel bewirkt, denn... Wow, was ist denn hier los? Ey, hat mich voll jetzt hier gestört in meiner Ansage, weil der Livestream war sehr gut besucht von euch und das war echt cool, dass da so viele dabei waren. Also vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an euch. Und was ist im Livestream alles so passiert? Also wir waren im Twilight Forest, da wird wahrscheinlich auch diese Woche dann wieder es hingehen. Und... Oh, habe ich wieder so viel Dreck hier drinne. Und ich habe mich auf die Suche nach... Achso, ich habe noch Rohstoffe. Nach Kobalt gemacht. Nein, nicht nach Kobalt. Ich meine nach Aluminium. Kobalt. Wieso nach Kobalt? Genau. Vielen Dank. Und hatte noch das ein oder andere Schiff mal platt gemacht. Oh, ich habe so viel Müll hier drin. Och man. So, das kommt. Achso, das kann ich aber auch doch eigentlich schmelzen. Das kann ich nochmal reinhauen. Dann habe ich ein bisschen mehr Marmor. Baustoffe. Nee. Ich muss mehr Kisten machen. Ich habe so viele Schwerter hier. Obwohl er ich das dann weghauen kann. Obwohl Iron. Ich glaube, das ist auch nicht gerade das Beste. Und. Ja. Also, das war eigentlich der größte Teil, den wir gemacht haben. Und im Twilight Forest haben wir die Schlange besiegt und die Hexe, bin ich der Meinung. Und wir waren noch auf einem Boot. Das habe ich auch noch platt gemacht. Alleine. Und jetzt geht es eigentlich zum größten Teil jetzt wieder zum Farmen. Weil ich brauche, wie gesagt, Aluminium. Und irgendwo war doch eine Schlucht. Die muss doch hier hinten gewesen sein. Da ist ja irgendwo hin. Die war doch irgendwo bei der Burg. Die muss doch irgendwo genau da. Weil ich brauche Aluminium. Also es wird wieder ein bisschen reicher. Und ihr habt mir auch einige Tipps geschrieben. Beziehungsweise ihr wusstet auch nicht ganz genau, was ich jetzt falsch gemacht habe mit dem Hammer. Eigentlich ist ja eigentlich alles in Ordnung gewesen. Nur ich habe es jetzt selber rausgefunden. Ich habe einfach die Effekte einfach zu schnell draufgeschmissen. Ich hätte erst den Moos draufschmeißen sollen. Und dann erst Speed. Und dann erst den nächsten Moos-Level raufschmeißen. Das ist einfach zu schnell gewesen. Oh, hier ist noch ein bisschen Kohle, nehme ich auch gerne mit. Aber ich sag mal so, das Ding ist ja eigentlich doch ganz in Ordnung, ne? Ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, okay, ich hätte zwar gern Speed drauf, aber ist leider nicht anders möglich. Ey, wie viel Kohle gibt's denn hier? Ich meine, ich könnte auch mit der Pickaxe arbeiten, aber ich habe hier ein 3x3 Feld. Oh, Eisen auch noch. Eisen nehme ich auch noch mit. Also zum größten Teil sind wir jetzt eigentlich hier, um Aluminium zu farmen. Aber ich nehme auch andere Sachen noch mit. Zwar habe ich das eine oder andere noch. Hier, da. Da muss ich dann hin. So, das reicht. Redstone. Hier ist auch noch ein bisschen Kohle, weil ich habe ja gesehen, meine Öfen sind bald aufgebraucht, bin ich immer mit Kohle. Und ja, was kann ich hier so ein bisschen erzählen nebenbei? Ich könnte euch nämlich erzählen, ich war ja am Wochenende, wer das nicht gesehen hat, das ist mein Vlog, gerne mal anschauen bei YouTube. YouTube hat mich eingeladen und da habe ich natürlich auch Diana zur Löwen kennengelernt und auch jemand der Rekruten. Und es war sehr spannend zu hören, was die für Ausgaben da hatten. Ich möchte, soll ich euch das erzählen? Erzähle ich euch das? Also sie haben eine Agentur gehabt, die gut 5 Millionen an Werbebudget rausgegeben haben und die Rekruten haben 80% an Dislikes bekommen am Anfang. 80%, das ist schon echt krass. Und ja, sie hatten auch ziemlich viele negative Kommentare. Ich meine, die haben auch viel in Werbung reingesetzt und wenn da jeder jetzt auf YouTube jeder Werbung bekommt von denen, dann ist man auch irgendwann genervt, kann man verstehen. Und dadurch ist es dann eben passiert, dass die dann eben dadurch auch eben viele Dislikes bekommen haben, weil jeder die gesehen hat in der Werbung und man konnte diese Werbung auch nicht mehr skippen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass die eben, ja, eben so unbeliebt waren am Anfang. Und ja, Diana zu Löwen,
zu Löwen, ja genau, so heißt sie, hat dann auch ein bisschen noch erzählt von dem, was sie macht und wie sie ihr Kanal entstanden ist und so alles Mögliche. Und es war auch sehr nett mitzuerfahren, dass sie eben damals vor 4 Jahren mit YouTube angefangen hat, weil sie auf dem Dorf gelebt hat und es ihr dann zu langweilig war und sie gesagt hat, na komm, ich glaube, ich habe Aluminium gefunden. Und sie dann eben gesagt hat, ja, ich kann noch anfangen mit YouTube. Und das hat sie gemacht und ja, hat jetzt über 500.000 Abonnenten, also Respekt an dieser Stelle. Mal gucken, wie weit mein Kanal es bringt. Ich muss hier nach oben. So. Ich habe jetzt gerade mal kurz mal geguckt, ob meine Aufnahme denn richtig ist hier. Nicht, dass ich jetzt irgendwas sabbel und mein Ton ist nicht dabei. Vor seinem nassen Creeper. Doch, ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt nicht, dass ich jetzt alles voll habe hier. So. Kohle, 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 Kohle. Ich will Kohle, 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 Kohle. Und ich bin gespannt, wer diesen Freitag mit im Livestream ist. Also, letzten Freitag war ja der eine oder andere nicht da. Und ich frage mich gerade, warum das jetzt hier so lange dauert. Hä, das kann doch nicht jetzt sein. So, machen wir so. Hä? Was ist denn das für ein Bug, ey? Das kann ja nicht sein, dass jetzt so lange das dauert. Also, so schlimm war es ja noch nicht. Leute, habt ihr irgendwo Aluminium? Eisen? Ja, Diamanten nämlich auch. Ich glaube, ich nehme doch jetzt lieber die noch wieder. Eisen. Wollte ich mich eigentlich jetzt wegfliegen. Weil ich brauche unbedingt Aluminium. Ich möchte mir nämlich mehr Herzen machen. Und ich möchte auch noch eine Falle bauen. Für, beziehungsweise eine Foltermaschine, kann man schon fast sagen. Eine Maschine, die mich unterstützt bei meiner Mob-Farm, die Mobs schneller killen zu lassen. Und dafür brauche ich eben auch Aluminium. Und wir waren auch im Nether. Das waren wir auch noch. Da ich mit Gavis. Und wie gesagt, ich kann nicht sagen, wer jetzt diesen Freitag dabei ist. Mal gucken, was hier noch so ist. Kann es sein, dass hier nirgendwo Dings Aluminium ist? Ey, ich will Aluminium haben. Das wäre jetzt eine Herausforderung, hier hochzufliegen. Ist doch, hab's geschafft. Okay, Herausforderung geglückt. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich müsste jetzt noch vorne. Da. Ganz wichtig. Warum habe ich das nicht am Anfang gleich mitgenommen immer? Ich war, glaube ich, am Anfang immer so echt Aluminium-Ohr. Ist ja auch gar nicht so schwierig, das zu kriegen. Gucken, ob hier unten noch irgendwas ist. Ich bin froh, dass ich die noch entdeckt hatte. Oh, Diamanten. Ja, nehme ich mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, also der Hammer ist zwar gut, aber durch die Verzauberung, die ich da, beziehungsweise Verzauberung, also ihr habt auch geschrieben, man könnte ihn auch verzaubern, aber das hat leider nichts gebracht. Das nervt jetzt gerade hier mit ein bisschen mit Wasser. Nein, das war falsch. So. Der war auch jetzt nicht gerade der Beste. Hat es leider auch nicht so viel gebracht. Also man kann den Hammer auch nicht weiter verzaubern. War ich mir eigentlich eh sicher, dass das nicht möglich ist. Aber ich habe es mal ausprobiert, weil ihr mir immer hilfreiche Kommentare sagt. Und dafür bin ich euch sehr dankbar. Also wie gesagt, ihr könnt mir gerne hilfreiche Kommentare immer wieder gerne reinschreiben. Wieder Diamanten. Diamanten. Diamanten, Diamanten, Diamanten. Oh, du kommst mit. Du kommst auch mit. Ey, nicht abhauen. Ich habe Aluminium wieder gefunden. Und ich habe Lava. Und Kohl. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier sind keine Monster mal richtig drin, ne? Sehr merkwürdig. Es Kohle. Oh, 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 oh. Nein. Oh, Gott sei Dank. Willst du mich noch in die Lava schubsen oder was? So. Mama ist sicher dicht hier.
Gucken, ob wir hier noch rankommen oder ob das auch gleich in die Lava fällt. Nein, Gott sei Dank. Alles meins. Ich komme noch hoch. Natürlich möchte ich auch noch gerne noch weiter mit Tinker's Construction noch weiter machen, aber ich brauche natürlich mal Lilium oder beziehungsweise Kobold und Adrit. Kann sein, um Malum zu erstellen. Ich kann es natürlich auch mit anderen Rohstoffen machen, aber ich möchte natürlich das Beste vom Besten haben und deshalb brauche ich eben das Malum. Im Nether haben wir uns ein bisschen rumgeschaut, fand aber nicht so viel berauschende Sachen. Ich habe gesehen, da ist wieder ein Lavateich. Da möchte ich nicht rein. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich habe echt so Angst, da reinzufliegen. Ich meine, klar, Fire Resistance ist ja drauf, aber ich vertraue dieser Sache nicht immer ganz, ja. Bei meiner Fähigkeit kennt man das, dass ich dann irgendwo reinfliege. Und dann irgendwie auch das schaffe, da zu sterben. So. Och man. Ich meine, mein erster Tod war ja durch Lava, ne? Hätte ich die Ausrüstung vorher gehabt, wäre ich wahrscheinlich nicht gestorben. Ich meine, ich habe ja jetzt... bin dreimal gestorben. Und, ja, das wäre nicht passiert. Nehme ich auch mit. Die muss ich nur... Ah, hier gibt es auch ein bisschen was. Was Wichtiges? Nee. Nehme ich auch mit. Das Wasser nervt da. Dicht machen. So, hier ist aber leider auch nichts. Wie viel Aluminium habe ich eigentlich jetzt schon? 14. Was seid ihr denn für kleine Dinger? Oh! Ah! Scheiße, Alter! Alter! Ja! Kann man ja hier mal raufschreiben, dass da Gefahr sein muss, Alter, bei den Dingern? Mann, ich dachte, was ist das denn so tolles? Und dann, bam, explodiert das mir, ey. Da ist auch nichts. Ich glaube, die Höhle habe ich jetzt durch. Da habe ich da ein bisschen. Gehe ich mal wieder nach oben. Welches auch nur oben nach finde. Ja, das war jetzt nicht der Weg nach oben. Moment. Oh, ich bin so schlecht darin, sowas hochzu. So. Wieso bin ich eigentlich so langsam? So. Dicht. Oh, hier ist eine Schlucht. Geil. Hier muss doch irgendwas Gutes sein. Komm schon. Kannst du mir doch nicht irgendwie so einen Dreck hier machen. Die ganze Zeit. Ich will gute Sachen. Ich will Aluminium. Dann habe ich eigentlich mal eine Chance, auch mal gegen jemand anders zu kämpfen, ohne gleich zu verlieren. Oh, da. Aluminium. Aluminium. Ganz wichtig. Noch irgendwas? Nee, da nicht. Da auch nicht. Ich muss immer gucken auf die Zeit. 13 Minuten. Weil ich möchte gerne die Let's Plays mal wieder auf 15 Minuten bringen. Das heißt also, ich würde dann auch gleich hier... Och man, ich hasse dieses mit dem Wasser. So. Finito. Wieder auf 15 Minuten bringen. Damit ich mehr Zeit im Livestream habe. Ich habe die... Ja, das ist so eine begrenzte Zeit. Und... Oh. Der ist auch gut. Das erinnert mich irgendwie immer an Vize Beast Projekt von mir, wo ich das alles in so eine Farm gemacht habe. Und dann alles mit den ganzen Maschinen und so. Und die ganzen Maschinen und so. Und wir wissen noch nicht wann, aber ich kann ja so ein kleines bisschen vorspoilern. Nimmt es mir nicht übel. Nur wir sind vielleicht in der Idee, was ich auch euch erzählt hatte schon, dass man eben sowas gleiches macht, so wie Sky. Also ich bin, wie gesagt, so ein mega Technik-Freak. Also klar, ich könnte jetzt nicht gleich sofort alles wieder auf Stand von Fiese Bees bringen. Aber ich habe mega Bock auf diesen ganzen Technik-Kram. Oh, hier ist ja ein Besucher. Hallo. Oh, hier ist ein Spawner. Abgelenkt. Sowas kann ich hier reinschmeißen. Gehirne brauche ich nicht. Pilze brauche ich nicht. Ja, und...
Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir da sowas Ähnliches machen. Es wird sich noch entsch ja, es ist noch ein bisschen offen, wann es kommt, aber ihr könnt euch drauf freuen. Also ich werde auf jeden Fall dabei sein, weil, wie gesagt, ich habe mega Bock drauf. Ich wäre ja auch gerne jetzt beim Sky-Projekt. Och man, so schön mit Sturmwaffe, Paluten und so. Wahrscheinlich würden sie sich eh nicht mit mir so richtig abgeben oder so. Aber ich wäre wahrscheinlich unterhaltsam da. Und ich sehe, wir sind bei 15 Minuten. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Wir disconnecten hier. Das vergesse ich irgendwie immer bei den Let's Plays. Und verabschiede mich. Wenn ihr dieses Let's Play gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Livestream steht hier unten. Freitag, 19 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Auf Wiedersehen. Ciao.